Und es geht weiter. Offen gesagt kann ich Ihnen das kaum glauben. Ihre Aussage steht ganz und gar im Widerspruch zum Autopsiebericht. Die Autopsie stellt eine Todesurzeit von nach 16 Uhr fest. Es gab um 13 Uhr keine Leiche zu finden. Wie erklären Sie diesen Zeitunterschied von 3 Stunden? Seht ihr, er hat gelogen und er weiß es, er ist ein Noob. Ach das! Oh, der schreit wie ein Mädchen. Ich komme damit nicht klar. Das ist belanglos. Der Zeuge hat einfach die Uhrzeit vergessen. Nein, 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 Freundchen. Nach dieser Aussage kann ich das auch schwer glauben. Herr Sabel, warum waren Sie so sicher, dass die Leiche um 13 Uhr gefunden haben? Dass Sie die Leiche. Das ist wirklich eine gute Frage. Gute Arbeit, Wright. Zeit, ihn in Schwierigkeiten zu bringen. Das ist alles, was Sie tun müssen. Decken Sie Widersprüche auf. Jede Lüge folgt eine weitere. Finden Sie eine und die ganze Geschichte fällt in sich zusammen. Warten Sie, ich erinnere mich jetzt. Wollen Sie Ihre Aussage wiederholen? Jetzt kommt eine neue Aussage. Sehen Sie, als ich die Leiche fand, hörte ich die Uhrzeit. Eine Stimme sagte die Zeit an. Sie kam wahrscheinlich vom Fernseher. Aber das Ganze war um 3 Stunden verschoben, stimmt? Das Opfer muss wohl eine aufgezeichnete Sendung angesehen haben. Deshalb dachte ich, es sei 13 Uhr. Das Missverständnis tut mir furchtbar leid. Also, wer das jetzt nicht sieht, dass das einfach nur dumm war von dem, der sollte besser aufpassen. Ich verstehe. Sie hörten eine Stimme, die in einem aufgezeichneten Programm die Uhrzeit ansagte. Herr Wright, Sie können den Zeugen ins Kreuzverhör nehmen. Wright, Sie wissen, was Sie zu tun haben. Ich weiß. Fundzeitpunkt. So. Kann ich gut leben. Da kann ich nicht so gut mit leben. Nein. Da greife ich jetzt einfach mal. Nein, der Denker hilft mir hier nicht weiter. Obwohl, denken muss ich ja trotzdem, oder? Hier, Stromausfallsprotokoll. Wie dumm ist der bitte? Sagt selbst, es war ein Stromausfall. Und dann, zack, so eine Aussage. Präsentieren. Arschloch. Warten Sie. Die Anklage hat gesagt, es gab einen Stromausfall, als die Leiche entdeckt wurde. Und dieses Protokoll beweist es. Frisst das. Sie hätten weder einen Fernseher noch ein Video hören können. Habt ihr das gesehen? Wir haben ihm praktisch voll eine Peitsche gegeben. Die Verteidigung hat recht. Haben Sie dafür eine Erklärung, Herr Sabit? Nein, ich finde es auch höchst seltsam. Wirklich. Warten Sie. Ich erinnere mich jetzt. Herr Sabit, das Gericht hätte gerne von Anfang an eine wahrheitsgemäße Aussage. Diese ständigen Korrekturen schädigen Ihre Glaubwürdigkeit. Außerdem wirken Sie ziemlich verwirrt. Er hat ein Toupet auf. Ich hab's genau gesehen. Es tut mir leid, Euer Ehren. Das muss wohl noch der Schock vom Fund der Leiche sein. Schon gut, Herr Sabit. Dann wiederholen Sie bitte Ihre Aussage noch einmal. Ich habe die Uhrzeit nicht gehört, sondern gesehen. Auf dem Tisch stand doch eine Uhr, nicht wahr? Ja, die Mordwaffe. Der Mörder hat damit das Opfer erschlagen. Die muss ich gesehen haben. Und, Sie haben die Uhr gesehen? Das würde es erklären. Die Verteidigung darf den Zeugen ans Kreuzverhör nehmen. Gern. Er hat jetzt...
Er hat die Mordwaffe, den Denker, die Statue gesehen und bam, wusste die Uhrzeit. Huh. Das solltet ihr auch merkwürdig finden. Eine Statue des Denkers, die ist ziemlich schwer. Warten Sie noch einen Moment. Die Mordwaffe war keine Uhr, sondern eine Statue. Oder sieht das hier etwa nach einer Uhr aus? Was ist es hier mit Ihren Einsprüchen, Beweisen? Für wen halten Sie sich? Beantworten Sie einfach meine Frage, Herr Sarvid. Hey, ich habe sie dort gesehen. Das ist eine Uhr. Euer Ehren, dürfte ich? Ja, Herr Payne? Wie der Zeuge bereits sagte, ist diese Statue eine Uhr. Am Genick ist ein Kopf, Knopf. Drückt man ihn, hört man eine Zeitansage. Da sie nicht wie eine Uhr aussieht, habe ich sie als Statue vorgelegt. Mein Fehler. Ich verstehe. Die Mordwaffe war also eine Tischuhr. Nun, Herr Wright, es scheint, als hätte der Zeuge die Wahrheit gesagt. Das ist eine Uhr. Haben Sie noch irgendwelche Einwände gegen seine Aussage, gegen die Aussage? Ja. Auf jeden Fall. Euer Ehren, da ist ein riesiger Widerspruch in der Aussage des Zeugen. Er hätte nur wissen können, dass es eine Uhr ist, hätte er sie in der Hand gehalten. Aber der Zeuge hat ausgesagt, dass er die Wohnung niemals betreten hat. Ein eindeutiger Widerspruch. In der Tat. Der Zeuge wusste, dass es sich um eine Uhr handelte, weil er die Wohnung betreten hat. Ob er es auch verkennt oder nicht, kann uns nicht interessieren. Sie lügen! Sie waren am Tag des Mordes in der Wohnung. Beweisen Sie es! Beweisen Sie, dass ich drinnen war! Ich beweise noch viel mehr. Ich beweise, dass Sie sie ermordet haben. Sie haben sie mit der Uhr erschlagen und dadurch wurde die Anzeige ausgelöst. Das war es, was Sie gehört haben. Ruhe im Gerichtssaal. Interessant. Fahren Sie fort, Herr Wright. Ja, Euer Ehren. Herr Sarvid, die Ansage muss Ihnen ziemlich unter die Haut gefahren sein. Verständlich. Die Mordwaffe sprach, als sie auf das Opfer einschlug. Die Stimme hat sich in Ihr Gedächtnis eingebrannt. Darum waren sie auch so sicher über die Uhrzeit. Was soll das heißen? Das sind doch bloß blanke Vermutungen. Plank? Dann sehen Sie sich doch das Gesicht des Zeugen an. Würde der Zeuge das bitte erklären? Haben Sie das Opfer mit der Uhr erschlagen? Geschlagen? Dieser Tag, niemals. Sehen Sie, ich, die Uhr, ich hörte, nein, ich meine, ich sah. Okay, er verdient Schläge. Klappe, 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 ich hasse sie. Er war's, ich weiß es, ich habe ihn gesehen. Er hat sie umgebracht und er soll brennen. Brennen, verurteilen Sie ihn zum Tode. Ruhe, ich sagte Ruhe im Gerichtssaal. Euer Ehren, einen Moment bitte. Für die Anschuldigung der Verteidigung gibt es keinerlei Beweise. Herr Wright! Euer Ehren? Sie behaupten, dass die Stimme, die der Zeuge hörte, von der Uhr kam. Haben Sie dafür Beweise? Der ganze Fall hängt davon ab. Ich sollte jetzt lieber zweimal nachdenken. Ja, Euer Ehren. Die Stimme, die Herr Sarvid gehört hat, muss von dieser Uhr gekommen sein. Es ist eindeutig, wenn sie einfach... Ich glaube nicht, dass die Nachbarn das mitbekommen haben. Sonst wären die auch Zeugen, die Uhrenbatterien untersuchen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man dadurch irgendwie was rausfinden kann. Die Uhr benutzen? Ja. Eventuell, aber das finden wir erst im nächsten Part raus. Bis dann.